Hier haben wir schon wieder die Hälfte. Oh ja, jetzt sollte ich sie auf jeden Fall mal wieder zurückschicken. Es gehen uns bald die Steine aus, das wäre dann auch nicht so gut. Da ist der Corrupt Moon, das Lausche Volk. Der große Stein am Horizont, der ist immer noch da. Ah doch, es gibt noch andere Inseln. Ich dachte, die ganzen anderen Inseln wären jetzt auf einmal verschwunden. Aber gibt sie noch. Ich dachte schon, wir müssen uns Sorgen machen, dass unsere Insel bald auseinanderfällt. Und die Sonne geht auf.
Ja, da geht die Sonne auf. Wir haben irgendwie wieder mehr Lags. So, jetzt können wir alle hier rüber verschieben. Von dem Flatten. So, da sind wir auch bald bei unter 100.
Gut, wie sieht's hier drüben aus? Sie haben irgendwo wieder mal Mist gebaut, so wie es aussieht. Und du räum mal hier auf. Hier liegen jetzt ein Haufen Steine rum. So. Gut. Oh, jetzt haben sie eine Abkürzung da. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sie sich da wieder verkeilen. Würdest du hier bitte aufräumen, anstatt einfach wegzurennen? Okay. Ja, auch eines der so typischen AI-Probleme. Wie gut klappt's hier? Oh, hier sind wir auch bald fertig. Das heißt, ein neuer Flat-Task. Muss her. Ja, das finde ich jetzt interessant. Ach nee, wahrscheinlich, weil sie einfach noch nicht zinten sind, oder? Nee. Nee, einfach weil ich doof bin. So, das ist besser. Gut, es ist nicht an allem die KI schuld. Manchmal bin ich auch zu doof, es richtig zu machen. Ja, genau das habe ich gemeint. Die können irgendwie durcheinander durchspringen teilweise, aber dann doch wieder nicht. Ich kapier's nicht. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich spiele Lemmings, nicht Castle Story. Lemmings war auch ein cooles Spiel. Schade, dass es davon keine neuen Versionen mehr gibt. Außer ich habe es verpeilt. Huh?
Was macht die hier schon wieder für Sachen? Also was, spring hier runter, Rosalind. Schnapp dir das Zeug und nur du nicht, du machst das. So. Also ja, Rosalind soll sich das Zeug schnappen und aufräumen gehen. Also es wegpacken. So, damit haben wir auch den Abschnitt. Ich bin eigentlich fast schon gewillt, wenn sie hiermit fertig sind, dass ich erstmal die zweite Mauer hochziehe, weil dann sind sie sozusagen dazu gezwungen, hier hochzugehen. Überlege ich mir noch. Seht sie euch an, sind sie nicht putzig? So, das sollte jetzt besser klappen. Ich sollte nichts mehr sagen. Aber ich glaube, das nächste fülle ich wirklich eine Line nach der anderen auf und nicht einmal rundherum. Das ist, glaube ich, effektiver. Weil dann fangen sie hier an, arbeiten sich langsam nach da, fangen hier wieder an, arbeiten sich nach da. Wenn ich da nämlich von der Richtung komme, habe ich das Dilemma wie vorhin, dass sie erst hier vorne aufhören und dann da hinten.